Fabio De Masi hat vor einigen Jahren schon einmal entlarvt, was die Lebenslügen der Eurozone sind und wieso der Euro eine de facto gescheiterte Währung ist. Nun ja, De Masi ist ja mittlerweile Mitglied im Bündnis Sahra Wagenknecht, aber ich hielt es für eine gute Idee, sich seine wirtschaftspolitischen Ansichten aus der Vergangenheit einmal anzuschauen, um ihn gut einschätzen zu können. Oh, danke Imp für den Raid. Ich sehe gerade, ich streame hier auch noch auf Twitch, deswegen vielen Dank. Wir schauen uns gerade alte Reden von Fabio De Masi an. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, das Verfassungsgericht hat kürzlich über Anleihekäufe der Zentralbank entschieden. Das Urteil hat eine juristische Seite, die Kontrolle der EZB durch die Parlamente und die Frage, für was der Europäische Gerichtshof in Europa eigentlich zuständig ist, und eine ökonomische Seite, die Effekte der Geldpolitik auf die Wirtschaft. Die Linke begrüßt, wenn die Zentralbank von Parlamenten kontrolliert und auch die Geldpolitik demokratisch in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Wir fordern seit Jahren, dass die EZB auch für Wachstum und Beschäftigung Verantwortung übernimmt. Selbstverständlich darf man auch den Europäischen Gerichtshof ausbremsen, zum Beispiel wenn dieser in den sozialen Schutz von Beschäftigten eingreift. Aber widersprüchlich ist es doch etwas. Jahrelang haben Regierungen in Deutschland die Unabhängigkeit der Zentralbank verteidigt, wie die katholische Kirche die unbefleckte Empfängnis. Und nun, wo der Bild-Zeitung die Geldpolitik nicht schmeckt, wollen einige in Deutschland zu jeder Entscheidung der EZB einen Stuhlkreis gründen. Man muss sich daher entscheiden, was man will. Deutsche Regierungen predigten immer die EZB. Ja, ganz einfach. Die EZB gehört zu diesen ganzen undemokratischen Brüsseler Institutionen und die sollte man endlich unter demokratische Kontrolle setzen. Also keine Ahnung, man könnte das Direktorium einfach direkt von den Bürgern wählen lassen. Also dann wäre zwar diese unabhängige Zentralbank, die sowieso eine ziemliche Illusion ist, da letztlich doch die Politik, die nationale Politik über die nationalen Notenbankpräsidenten entscheidet, dahin. Aber dann wäre das Ganze endlich unter demokratische Kontrolle gestellt. Dann könnten wir endlich demokratisch entscheiden, welche Geldpolitik wollen wir. Wollen wir hohe Zinsen? Wollen wir niedrige Zinsen? Welche Regularien für die Banken wollen wir? Oder wollen wir vielleicht sogar ein anderes Geldsystem? Über all das könnte dann völlig demokratisch entschieden werden. EZB soll Wie gesagt, diese Unabhängigkeit der Notenbank, das ist ein neoliberales Konzept, das kann weg. sich nur auf die Kontrolle der Inflation beschränken und Wachstum oder Beschäftigung ignorieren. Und jetzt heißt es, die EZB solle die Effekte auf die Wirtschaft mitdenken. Ja, guten Morgen, das ist der Job einer Zentralbank. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Es gibt keinen krasseren Hammer in der Wirtschaft als den Zins. Mit einer Zinserhöhung bringen Sie jede Finanzblase zum Platzen, wenn Sie die Zinsen nur hoch genug schrauben. Sie machen aber auch den Rest der Wirtschaft platt. Ja, Finanzblasen, die muss man einfach durch vernünftige Regulierung der Finanzmärkte verhindern. Da nützt es absolut gar nichts, wenn man da irgendwie, aber also was heißt, es nützt absolut gar nichts, es richtet nichts als Schaden an, wenn man da am Zins rumspielt. Also man bringt ja gerade beispielsweise den Bausektor zum Absturz. Ja, wir haben eine Blase im Immobiliensektor, aber was man gerade zum Absturz bringt, das sind ja nicht direkt die Immobilienpreise. Was viel mehr abstürzt, ist die Bautätigkeit. Also es werden viel weniger Wohnungen gebaut. Also man richtet einen riesigen Kollateralschaden an, weil man so ein paar Blasen auf Finanzmärkten hat. Wie gesagt, diese Blasen, die muss man bekämpfen, die muss man politisch bekämpfen. Durch eine Besteuerung von hohen Vermögen und durch Regularien für die Finanzmärkte. Beispielsweise, dass man nicht mehr unbegrenzt mit Wohnraum rumspekulieren darf oder dass man einen höheren öffentlichen Anteil beim Wohnraum hat. Oder dass man Mieten reguliert, was auch immer. Also man könnte da so viele Dinge machen, um da das Finanzkapital rauszudrängen. Aber dazu sagen, ja, die EZB soll jetzt bitte mal mit dem Zinshammer draufhauen und die ganze Wirtschaft kaputt schlagen, damit hier die Finanzblase ein bisschen kleiner ist, das ist ein wirklich absurder Vorschlag, weil der Kollateralschaden so riesengroß ist, den man da anrichtet, dass es wahrscheinlich besser wäre, wenn die EZB gar nichts machen würde. Platt, weil bei hohen Zinsen niemand mehr investiert. Das ist im Grunde wie ein Flächenbombardement, wenn Sie einen Bankräuber festnehmen wollen. Das Verfassungsgericht hat zwar die unzureichende Prüfung von Anleihekäufen bemängelt, aber nicht, dass die EZB ihre Zinspolitik nicht hinreichend rechtfertigt. Ökonomisch macht das Urteil daher wenig Sinn. Man soll Geldpolitik kritisieren. Das tun wir auch. Es ist falsch, dass die EZB zu Ländern wie Italien gesagt hat, ihr müsst eure Investitionen runterfahren, auch in Krankenhäuser, was sich jetzt in der Corona-Krise bitter rächt, sonst drehen wir euch den Euro ab. Es ist ein Problem, wenn das billige Geld der EZB auf den Finanzmärkten, zum Beispiel in Immobilienblasen, landet, statt in der realen Wirtschaft, weil in Europa zu wenig öffentlich investiert wird.
Das ist wie einem Patienten künstlich zu beatmen, aber ihm Blut abzunehmen. Auch das hat doch aber seine Ursache nicht in Frankfurt bei der Europäischen Zentralbank, sondern auf der deutschen Regierungsbank, wo man jahrelang schwarze Nullen predigte. Die EZB ist die einzige Institution, die in Euros nie pleite gehen kann, denn sie kann den Euro per Knopfdruck schaffen. Das war ja der Grund, warum Mario Draghis Whatever It Takes so billig war. Er musste gar nichts machen. Die Rede hier ist 3 Jahre alt. Damals, das war die Zeit, wo Fabio De Masi im Bundestag saß und Maurice Höfgener als seinen wissenschaftlichen Mitarbeiter genommen hat. Also damals hat er die MMT schon verstanden und im Bundestag erklärt. Also so basiert ist Fabio De Masi. Hier seht ihr es nochmal. Also für alle, die sagen, ach, das BSW, das hat ja einige im Vorstand, die nicht so richtig Ahnung von Wirtschaft haben oder die keine Ahnung, ein paar komische Positionen haben. Ja, das mag sein, dass da nicht alle hundertprozentig versiert sind. Aber sie haben extra für das Thema Wirtschaft jemanden wie De Masi dazugeholt, der sich damit wunderbar auskennt. Die Drohung hat gereicht. Deswegen gäbe es für Deutschland auch null Zins- oder Haftungsrisiko, würde die EZB einen Corona-Bond kaufen. Es ist eine völlig absurde Phantomdebatte. Die britische Zentralbank, die AfD, feiert die britische Regierung ja öfters, finanziert in der Corona-Krise die Staatsausgaben sogar direkt. Das ist auch überhaupt kein Problem, denn es droht angesichts von ungenutzten Fabrikhallen und Massenarbeitslosigkeit keine Inflation. Nur in der Eurozone schafft man immer wieder ein künstliches Pleiterisiko für Staaten, weil die EZB nur Banken, aber keine Staaten finanzieren darf. Deswegen muss die EZB einen Umweg gehen. Sie leiht Banken Geld und Staaten dürfen sich dann wieder das Geld der EZB von den Banken leihen. Geld für die Banken ist offenbar gutes Geld, aber Geld für den Staat ist schlecht. Das ist genau richtig. Also hier erklärt De Masi die Basics der Staatsfinanzierung. Die läuft nämlich aktuell über den Umweg des Bankensystems. Die Banken stecken sich gerade extra Gewinne durch eine staatliche Aufgabe ein. Also die EZB könnte die Staaten auch direkt finanzieren, was dem Finanzkapital große Profite entziehen würde. Deswegen wird darüber nicht diskutiert. Deswegen wird immer gesagt, ja, wir brauchen doch die Finanzmärkte, wir brauchen doch die Banken, die Staaten disziplinieren. Die Banken disziplinieren überhaupt nichts. Die machen einfach nur extra Gewinne und im Notfall muss die EZB dann dafür haften. Also da kann die EZB auch gleich die Staaten finanzieren. Anstatt da extra Gewinne für die Banken zu schaffen. Echtes Geld. Das ist reine Ideologie. Man will, dass Regierungen weiter unter Kontrolle der Finanzmärkte stehen. Und ihr merkt es auch. Also normalerweise, wenn Oskar Lafontaine, müssen wir vielleicht auch mal darauf reagieren, als der in der Eurokrise die ganzen Fehler von CDU, SPD, Grünen und so erklärt hat, da sind wir ausgerastet. Aber bei De Masi, hier regt sich nicht mal irgendwer auf. Die verstehen das wahrscheinlich nicht, was er ihnen da erklärt. Also er erklärt gerade in wenigen Minuten hier die Basics des Geldsystems und die sitzen einfach da und die checken wahrscheinlich gar nicht, was er hier gerade sagt. Wer aber nicht will, dass die EZB Staaten finanziert, der darf sich dann einer gemeinsamen Finanzpolitik in Europa nicht länger verweigern. Wer das auch nicht will, muss sich dann früher oder später vom Euro verabschieden. Dann werden Länder wie Italien abwerten und weniger deutsche Autos kaufen. Aber den Euro behalten, nicht in den Wiederaufbau Europas investieren und die EZB kastrieren, das funktioniert nicht. Es wäre daher an der Zeit, den Streit nicht länger über Gerichte zu führen. Es ist in der Zeit, dass auch die Bundesregierung endlich erwachsen wird und anstatt zu spielen wie Flasche leer und Europa vor die Wand zu fahren, endlich Verantwortung für das europäische Projekt zu übernehmen. Vielen Dank. 100% auf den Punkt. Also hier seht ihr, warum ich Fabio De Masi so mag. Weil einer der wenigen Linken ist, der Wirtschaft wirklich durchblickt hat. Er war nicht nur ein Cum-Ex-Aufklärer, er war nicht nur einer, der während Corona. Okay, während Corona ist er gar nicht groß abgewichen, aber er hat zumindest mal Aufklärung gefordert, sich für eine sachliche Debatte eingesetzt. Er ist nicht nur einer, der strenge Regularien für die Finanzmärkte gefordert hat, sondern er hat auch grundlegende makroökonomische Zusammenhänge verstanden. Und da ist er neben Oskar Lafontaine wirklich einer der wenigen. Wie gesagt, er hat Lukas Scholle und Maurice Höfgen in den Bundestag geholt. Also diese zwei linken Influencer, die ihr wahrscheinlich alle kennen werdet. Das war De Masis erste Rede zur Eurokrise. Wir gucken uns gleich noch eine an. 100% auf den Punkt. Guter Mann.